Nein, absolut nicht, sondern es gibt eine Krise. Meistens ist Europa aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen. Das endgültige Urteil darüber ist noch nicht gefallen. Wir werden das sehen, aber ich bin trotzdem optimistisch. Der Traum lebt, aber wir sehen, wie schwer er umzusetzen ist. Und wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht zerbrechen wird, weil diese Europäische Union das Beste ist, was auf diesem Kontinent je von Politikern, also von Menschen geschaffen worden ist. Wenn sie so weitermacht, hat diese EU wirklich keine Zukunft.